Ja, Marie Lessing ist eine der prägenden Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie hat ja praktisch das 20. Jahrhundert durchlebt. Sie hat einen ganz großen Einfluss gehabt durch ihre Body-Aware-Paintings, also die Körpergefühlsbilder hat sie einen ganz großen Einfluss gehabt, auch eine jüngere Generation. Sie ist eigentlich ein Monument, an dem man sich abarbeitet als Künstler. Und sie war auch politisch, sie war auch in der feministischen Kunstszene sehr, sehr aktiv, seit sie in New York war. Sie hat auch auf diesem Feld eine große Bedeutung. Die Bilder sind nie eindeutig lesbar, sondern der Betrachter gibt sehr viel von sich selbst hinein. Und dann ist sie formal halt revolutionär in der freien Gestaltung. Sie übernimmt Elemente des Comics, sie übernimmt Elemente der amerikanischen Malerei. Und das in dieser Offenheit ist sie recht einzigartig. Sie ist dann eben der Picasso in der Version, und diesen Vergleich hat sie auch nicht gescheut und sie kann ihn erfüllen. Man sieht im Hintergrund das Bild mit dem Titel Hasenbild, und das braucht ja dann keine großen Erklärungen, weil man eine Figur sofort mit dieser Physiognomie erkennen kann. Aber es ist natürlich ein menschliches Abbild, das aber so deformiert ist, weil die sensorischen, die sinnlichen Zonen, die größer dargestellt sind, und die, mit denen wir wenig oder kaum wahrnehmen, die sind ganz klein dargestellt. Es ist Malerin und Modell. Man sieht Maria Lasnik mit Kussmund, ein bisschen Comics, Strip-artig und mit dem Pinsel in der Hand. Und das ist nun eine Bildstruktur, die für 62 dann relativ revolutionär ist, weil eben der Strich so ist, dass er direkt aus dem Körper auf die Leinwand getragen ist, also fast in einer Konzentration, wo sie das Bild dann zuerst mal nicht ansieht, sondern erst später korrigiert.